und dann könnte ich was zu essen bestellen und das muss ja heute auch noch mal sein irgendwann, ne? Ja. Wir können das koordinieren. Wann wollt ihr Abendessen? Ja, ich kann zwischendurch Ja. immer. Ja, bei mir ist das quasi schon überfällig. Bei dir ist das schon überfällig. So, dann passt das ja. Okay, dann machen wir das anders. Ihr macht eure Sachen, schnappt mir mein Fahrrad vorne und fahrt zu dem Bunker und setzt da ein Funkgerät. Hat er jetzt alle abgelegt? Alternativ. Ich habe aber keins mehr. Hat einer von euch eins dabei? Was? Natürlich. Ein Funkgerät, ja, sicher. Natürlich. Alternativ was? Kann ich das denn legen? Ah, hier. So, habe ich abgelegt. Danke. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Also, wie lautet jetzt der Plan? Also mein Plan wäre, du wolltest ja Essen bestellen und alles, Link muss auch irgendwie was essen oder so. Ich Genau. mit dem Fahrrad zu dem Bunker fahre. Da sagen wir mal, ich fahre da zu Bu, dass wir da in der Stadt schon mal sind oder so. Muss ich mir mal angucken, was da was ist. Alternativ, wenn ich weiß nicht, wie weit du kommst, wenn du auch nur einen Teil näher rankommst, wie Richtung Platz oder zu dieser Bergbaugruft oder was das da ist, wenn du auch nur so weit kommst, dann ist das auch okay. Das Problem ist doch, da wird er zwischendurch in Gefechten sein und alles Mögliche. Der ist Jahre beschäftigt. Na gut, passt wohl ganz gut. Ich glaube nicht. Also ich bin ein guter Radler. Also ich würde es einfach mal probieren. Also das wäre mein Angebot an euch. Ja. Versuche aber also ich gehe davon aus, dass die Brücken gesperrt sind und dass du dich da durchkämpfen müsstest. Hier gibt's Und keine behalte Brücke. die Kirchen im Auge. Weil die Kirchen waren bisher auch immer so eine Art Fort, Punkt da. ne? Ja. Genau, ich könnte ja erstmal versuchen, nach Österwig zu fahren. Das ist ja eine Siedlung. Ja. Ja. Ja, ich hätte schon gesagt Stadt. Ja, da steht ja Siedlung, deswegen. Aber irgendwie, also ich werde einfach mal hinfahren, schauen, was da kommt. Und im Notfall porte ich mich auch zurück und dann fahren wir halt zu dritt. Das wäre jetzt einfach nur eine Ja. Idee, dass. Genau. Was uns irgendwie vorwärts bringt, weißt du? Da habe ich eingeloggt oder logge ich mich aus? Wow, kannst du machen, wie du willst. Ändert ja nichts, ne? Brauchen wir ja nicht essen, trinken. Aber auf der anderen Seite musst du dann wieder eingeladen werden. Also wenn es dich nicht stört, bleib da drin. Okay. Gut, dann sage ich mal, das Helmkamera haben, reicht. sonst könntest du zugucken. Oder machst du Stream an. Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich. Jo. Okay, wenn du an so einem
werden nicht alle Rezepte angezeigt. Du musst erst die Sachen umschalten. Aber hast du gehört? Moment. Nochmal jetzt was? Wir werden in der Zeitstation nicht alle Rezepte angezeigt, wenn du einfach nur Läden angezeigt, sondern nur für die Hosen werden die Läden angezeigt oder nur für dich. Musst du extra umschaffen. Okay, du hast jetzt hart geleckt, aber irgendwas mit Rezepte haut nicht hin. Du musst die Rezepte umschalten, damit du die siehst. Wo denn? In der Nähmaschine? Ja. Okay, danke. Junge, hier steht einfach ein Düsenjet. Darüber. Ich bin da auch kurz essen. Gut, denn.
User in your channel timed out. So, jetzt ist er wieder da. Heyo. BB. So ätzend, ich war fast da, ist mir das Spiel abgekackt. Ah, bei mir ist gerade Internet komplett abgeschnürt. Jetzt bin ich, ja, wahrscheinlich ist deswegen irgendwas passiert. Zeitlich hat es genau hingehauen, also kurz danach bist du aus dem TS rausgeflogen. Ich bin jetzt trotzdem auf dem Weg, ich habe jetzt aber mehr, Funkgeräte mit, um so Zwischenstops zu machen, quasi, weißt du? Ja. Machst du wieder auf? Komm ich wieder rein, dann kann ich gleich den Wolf einladen. Jo, warte. Ist offen. Bitte bei. Wieder zu. Ey, und da drüben sind Viecher. In deinem Leben noch nicht gesehen. Ich könnte raten, du hast Wolfmaschinen gesehen. Ich habe keine Ahnung, ich bin um mein Leben gerannt. Ja. So, ich, also wurdest du schon mal von, keine Ahnung, 7 Huntern verfolgt? Ist, wo du sagst, dass wir nur 7 sind, ja. So Morgensroutine beim Joggen, ne? Man muss ja in Bewegung bleiben, ne? Mhm. Ich musste auch mitten im Wald mein Fahrrad zurücklassen, weil dann ging es nicht mehr vorwärts. Da habe ich gedacht, oh Scheiße, jetzt muss ich laufen, weil sonst kriegen sie mich. Hab geschafft! Super.
Natürlich das so Süßes. Und dein Netz. Deine Schublade, wo es drin sind. Yes. Magst du nicht? Ja, ist halt alles Mögliche drin, ne? Ah, dann kommt. Mehr habt ihr euch selber nicht übergelassen. Du brauchst kein, nicht das Gesicht. Das weggefressen. Aber mehr! Nee, mehr ist nicht da. Doch. Ihr habt alles weggefuttert. Doch, da ist noch eine. Ja. Und? Und ja. Die haben sie nicht. Pass auf! Wird das Fleisch raus. So. Nee. Du und Janik habt ihr. Oh. Genau, du bist der Einzige, der von nichts hat. Nicht mal wieder, wa? Aus dem Kampf geflogen, okay. Im Glück kam noch eine Gasgranate. Aber du bist da leicht falsch, ne? Wüsstest du, warum ich woanders langlaufe? So, ich hab gesetzt, ja, ich glaub dir, das ist keine Sorge. Was hast du für einen Punkt gesetzt? Ich hab dir einen Wegpunkt gesetzt. Da ist das Ziel. Ja. Nein, da, ich kann da nicht lang. Ich muss hier komplett durch den Wald rennen. Okay, warte mal. Okay, aus dem Kampf geflohen. So. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich hingerannt bin. Okay, das passt genau. Hier, dann muss ich da. Okay, ich weiß, wo ich lang muss. Gut. Bin kurz auf K. Jo. Ich hatte auch ziemlich Glück. Kannst du sehen, wo der Bunker, Ardan ist? Nee. Warte mal, ich zeig dir mal kurz, bis hierhin bin ich gekommen. Bis dahin, wo die 1 ist. Ja, okay. Drei. Es gibt drei Brücken. Will dir kommen? Wenn du rennen kannst, also wenn du Bock hast, mach was du willst. Also ich gehe richtig langsam und schau, wo die alle sind, weil da sind einfach richtig viele. Also, wie du Bock, also ich könnte ja dann, also wenn ich an der Brücke bin, setze ich ein Signal.
So. Wobei ich das schon ziemlich komisch finde von der Quest her jetzt, dass wir dahin müssen, das ganze Gebiet hier durch müssen eigentlich. Nein, eben nicht. Nein, weil wir jetzt mal eine ähnliche Quest bekommen haben. Wir müssen zu den Bunkern hin. Wir müssen zu allen Bunkern hin, nicht nur einem. Genau, jetzt müsste man wissen, wo die anderen sind. Da würde man sich wahrscheinlich von Bunker zu Bunker vorarbeiten, ne? Genau. Aber Wolf hat ja gesagt, wir sollen unbedingt die zweite machen und dann... Wahrscheinlich ist das der letzte Bunker von dieser ganzen Quest. Nee, das glaube ich nicht. Die Map geht ja noch viel. Aber das ist schon... drin, ne? Das wäre schon geil, wenn wir den irgendwie haben, dann... Von da aus kann man dann überall hin. Ja. Okay, ich bin jetzt an der Brücke. So, ich setze Signal ab. Signal steht. Ja, also. Willst du mitkommen oder nicht? Ja, ah, bist schon da, okay. Du musst jetzt, also musst wirklich aufpassen, okay? Also ich habe 2700 Schuss mit. Du, wir kämpfen hier nicht, Alter. Ich renne hier einfach nur mein Leben, okay? Ja, ja. Alter. Ich will auch so einen Rotpunkt, wie du den hast. Infrarot. Ja, ja. So Witz, das ist so Gold wert, weil man die wenigstens auch nicht erkennt, alle weiß, wo die sind. Da vorne ist er, also Richtung Nord-Nordwest ist der Dicke. Bleib möglichst genau hinter mir, okay? Das ist 40 Meter mittlerweile entfernt. Ja, ich laufe halt immer schneller. Glaubst du aber mehr. Du stirbst wenigstens nur einer, ist auch gut. Ja. Also ist auch nicht so schlimm, weil ich muss ja immer wieder stehen bleiben zum Scouten und dann holst du ja eh wieder auf. Ich sehe den großen aktuell nicht. Hier gar nichts, alles nur. Da ist die Straße, genau. Straße kommt da so ein LKW oder so ein Scheiß. Auf der Höhe ist der. Okay, ist ein neuer Weg, so weit war ich noch nicht. Okay, wir müssen ein bisschen weiter links, oder? Was ist hier? Okay, da ist ein Dorf, da war ich noch nicht. Kontrollpunkt Elkbacken, wo ist denn das, Alter? Ah, da sind wir, okay. Ein Kontrollpunkt, keine Ahnung, weg davon. Nee, so weit nicht vorgehen. Wir müssen weiter links. Mehrere. Hm?
sind auf jeden Fall mehr. Ja, da müssen wir richtig Slalom laufen. Also von Stein zu Stein bin ich da gekrochen. Genau, warte mal, da ist der Fette. Da ist der. Da ist noch ein Fetter. Warte mal, wo bin ich denn hier lang? Ja, wir müssen nach links rüber wieder zum Wasser. Ja, ich wollte nämlich sagen, also hier gibt's gerade. Da ist der Große hin, genau. Nee, wir müssen zum Wasser rüber. Die Frage, die ganz Großen, vielleicht habe ich vorhin einfach nur Glück gehabt, dass da ein Korridor quasi war, weißt du? Weil die laufen ja durch die ganze Map. Rum, das müssen wir mal schauen. Ah, genau, da ist das Dorf, da bin ich hingerannt. Genau, von hier aus ist gut. Die bekriegen sich auch irgendwie, ich weiß aber nicht warum. So, warte, ich hocke mich mal schnell hin und suche mal alles ab. Genau, da drüber zu dem Dorf, da sind wir halbwegs sicher. Links dürfte nichts sein. Pass auf, zu unserer Rechten. Ist Hunter. Achtung, direkt vor uns. Ich sehe nichts. Ich wurde gespottet, oder was? Ja, quasi kurz vorher, bevor er mich gesehen hat, mich abgedückt. Genau, da ist nämlich die Brücke. Von dem Felsen aus müssen wir nach rechts. Ich schau mal kurz am Dorf, ob da alles safe ist. Okay, passt. So, vor uns sind zwei Hunter, zwei Dings. Halt. Muss ich mal schnell schauen, wo die jetzt waren. Da läuft er. Richtung Norden, genau neben Norden. Ne, das ist eine. Oh, das ist eine Drohne. Das ist nicht gut. Alter, wenn uns hier eine Drohne erwischt. Aber die geht nach Osten. Okay, sehr gut. Da sind zwei. Okay. Die wandern da jetzt. Wow! Junge! Was ist mit dem schief? Wo schießt denn der her? Alter, aber ich bin nicht mal im Kampf. Okay, wir müssen hier hoch. Schauen wir mal. Ja, da musst du ordentlich hinsetzen. Achtung, da ist ein Hunter mitten im Dorf. Hat mich noch nicht, aber gleich. Runter, 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 runter. Ich bin schon runter. Der ist genau vor uns. Guck mal hinter uns, die kämpfen da die ganze Zeit irgendwie. Ja, ich weiß. Aber ich weiß nicht, was, wer dagegen wen, wieso. Das eine ist auf jeden Fall. Warte mal. Ich schau mal hier rechts rüber. Irgendwo. Das sein. Alter, jetzt kommt noch ein dritter dazu. Da sind drei Hunde, okay. Aber Hunde kriegen wir im Notfall eher kaputt. Das eine. Ja, wir müssen erstmal weg, okay? Das große ist eine Wolf-Speer-Klasse. Alter. Also genau Richtung Nordwesten sind drei Hunde. Die sind uns ein bisschen im Weg. Ich schau mal hier rüber, ob wir hier einfach rüberlaufen können. Ich glaube schon. Bist du ready? Das sind verschiedene Sachen, die gehen. Duck mich mal ab und lad mal wieder auf hier. Aber hier war irgendwo die Drohne.
Wow, das ist ein Dicker. Rechts kommt irgendwas. Ja, das ist ein Dicker. Vor mir Drohne. Russe. Kontakt mit dem Drohnen. Ja, ein Hartwisch. Wir müssen die Drohne klappen. Die Drohne habe ich. Aber. Hab die Hunde. Ach, so ein Ding kommt direkt auf uns zu. Ne, der hat wieder umgedreht. Ein Hund vor mir, zwei Hunde. Machen jetzt mich nicht. Wird von unten beballert. Wir müssen weiter, komm, weiter Richtung Norden. Ich heile mich, da vorne ist ein Dorf wieder. Ich bin noch nicht gecheckt, okay? Mhm. Dorf sieht safe aus. Sieht so aus, als wenn die Russen diesmal bei uns im Team sind. Okay, kommt bis die. Okay, passt. Ja, auf jeden Fall kämpfen die. Ob die jetzt für uns oder nicht sind, ist erstmal egal, aber. Ja. So, ich hock mich hier mal kurz hin und guck mal, wo wir sind, Alter. Ja, wir sind jetzt ungefähr auf der Höhe, nur weiter rechts, genau. Also müssen wir jetzt einfach nur geradeaus. Ich würde hier mal einfach eine Dings hinstellen, sicherheitshalber. Ein Wolfspeer? Die Wolfsdinger sind von den Russen. Die das Grünen, sind... ne? Ja, genau. Und die anderen, sind, die bekämpfen sich. Ja, meine ich ja, die schießen die ganze Zeit. Zwei, das sind zwei Klassen. Die Frage ist, ob die Russen uns auch was tun. Da ich die Quest habe, auch Wolfsdinger auszuschalten. Wieder Feinde, ja. Ich ganz schwer davon aus. Okay, genau, im Nordwesten, da sind Hunde auf der Straße, also links von der Straße. Die würde ich jetzt nehmen wollen. Genau vor uns, Achtung. Irgendwas hat mich gespottet. Okay, lass mal hier rechts runter zur Straße, dass wir ein paar Bäume haben. Das sind nicht nur Hunde, das ist irgendwas Kleineres. Also rechts sind ganz viele Hunter auf jeden Fall über den Ackern. Oh. Ständig vor mir gespottet. Vor uns an der Straße sind auf jeden Fall nach links, jede Menge Hunter. Da? Ja. Drei oder vier Stück. Ja. Und die sind sich am Kämpfen mit wieder so komischen Dingern, die ich vorher auch noch nicht gesehen habe. Komm mit. Ich bin unterwegs. Achtung! Achtung, Alter! Da kommt ein Tank Militärklasse. Wo denn? Direkt hinter dem Wald. Der ist ein Stückchen weiter rechts von dir. Ja, komm mit. Ja, ich sehe ihn jetzt. Ich bin gespottet worden. Schaffst du es? Ich klär vor uns auf und guck, ob es safe ist. Du rennst einfach immer weiter, okay? Ja. Vor uns. Ein Hunter. Okay, genau auf die zwei geht nicht mehr. Wir müssen nach links ausweichen. Okay, ich bin im Kampf. Ich renne. Oh.
Du hast die drei. Ja. Die, die mich verfolgt haben, greifen jetzt die, die dich verfolgen an. Erstmal halbwegs safe, falls du es irgendwie durchschaffst. 200 Meter, mein Lieber. Mitten im Gefecht gerade. Nee, ich bin genau auf der anderen Seite am Gefecht dran vorbei. Ah, okay, Pat, dann treffen wir uns dahinter. Jo, hey, da ist er wieder. Ey, yo. Hier ist so. Ja. Also, ich bin hier gleich bei dem Bunker, glaub ich, aber ich bin immer noch offiziell im Gefecht. Ich hab die Verbindung verloren. Ja. Ah. Du hast mich einmal rausgeschmissen. Nein, ich bin rausgeflogen, also irgendwie abgekackt. Okay. Bevor ich da war. Guck mal hier, okay. Alter, okay. Hier ist ein Hunter genau vor mir. Ich bin im Haus. Ich würde gerne kommen, euch helfen oder sonst wie irgendwie. Link, lad mich ein! Geht ganz schlecht. Warte kurz, ich stell oben eine Satellitenschüssel. Wo ist er, Wolf? Wo ist er? Satellitenschüssel steht, wir sind über dir und können dich dann gleich freikämpfen. Wo? Zur Hölle? Da. Okay, er schießt auf mich, warum? Was macht ihr denn so viel ohne mich, hä? Scheiße, ja. Oh, der Gas. Na, so gute Gas. So. Wo muss ich hin? Den muss ich retten. Wir haben genau über dem Bunker, wo wir hin müssen, habe ich eine. Oh, ich bin aus Kampf geflohen, perfekt. So, genau da, wo wir jetzt sind, da ist das ja eine. An der Brücke. Nein. Nur weiter hoch. Warte, ganz oben. Warte, Fabi. Da habe ich ein Funkgerät hingepackt. Genau oben drüber. Wo ist denn die Quest? Ich bin jetzt in dem Nebengebäude. Wo ist das? Bei Bu. Seid ihr? Bei Bu. Jetzt muss ich Bu wiederfinden. Wo ist denn Bu? Einfach dem Fluss hochfolgen. Nach Norden. Da ist ein Funkgerät. Ist auch noch ein Funkgerät. Ganz oben das Funkgerät. Da, wo ihr beide seid. Genau, dahin teleportieren. Okay. Wir haben hier Hunter, also nimm schönes Zeug mit, weil hier ist 15. Weltkrieg. Alter. Party! 15. Weltkrieg? Hast du schon mal gesehen, dass die Roboter gegen Roboter kämpfen? Du musst aufpassen, ist alles voll. Also direkt abducken und... Tag. So, genau, jetzt mal vorsichtig. Wir müssen nicht wieder runter. Das ist der was, Link. Was will denn die Zecke hier von mir? Sekunde. Hey, also, wir müssen in den Bunker reinkommen. Erstmal die Wachen. So. Genau, okay, also okay. Abgedruckt also, bleiben. Was müssen wir? Hinter dir geht's abwärts. Da sind Feinde und Link. Okay. Feinde sind alle weggegangen. Die sind zu der Ballerei. Okay, der kommt mit. Wolf, komm mit. Hier ist gerade keiner mehr. Wir können auch gleiten. Nein, hier ist nichts mit gleiten. Ach. Ja. Im Kampf eingetreten, hier ist noch irgendwo einer. Oh, links von dir. So, lass uns mal in den Bunker reingehen. Ich höre Link auch irgendwo. Nee, geht nicht. Geht nicht. Ich schieße auf nichts, das sind die Roboter, die schießen. Aus Kampf geflogen. Wir kommen nicht rein. So, wo müssen wir denn in den Bunker? Ach da. Ja, geht nicht. Das heißt, irgendwas müssen wir noch machen. Das ist aber auch nur ein Seiteneingang, ja? Feldzugsplan, ja stimmt. Ja, das ist egal. Ja, ich weiß, das ist egal. Aber hier wäre jetzt der Haupteingang und da ist auch noch einer. Vielleicht ist das derjenige, ja, der aufpasst. Genau. Ah! Das denkt dran, das ist jetzt auch Militär. Ne? Ja, ach, die sind richtig hart hier. Ja, warte, ich probier mal was, ja? Auch können wir alle was werfen. Mal gucken, wer da was Link, Junge. Okay. Und sonst so? Ja,
sauber. Die war doch ganz einfach. Mhm. Also die ERP-Granaten sind geil mit dem. Ach ja, wir müssen drei. Da stand irgendwas, wir müssen drei von denen töten, damit wir die Zugangsdaten bekommen. Ja, einen Zugangsdaten haben wir jetzt. Ich hab auch Zugangsdaten. Okay, aber ich glaube, wir kommen noch nicht rein, oder? Mhm. Glaube ich auch. Da stand ja irgendwas mit drei töten. Ja, aber wir haben dreimal Zugangsdaten. Ja, dann probieren wir es mal. Wo ist denn hier? Hier geht's weiter. Hier ist scheinbar nicht. Ah, Licht an. Also Zugangsdaten checken tut das andere Ding da, ne? Meinst du, sollen wir uns draußen scannen lassen oder was? Ja. Ich weiß nicht. Ja, da an der roten Tür. Das reicht ja schon. Da ist ja auch das Zeichen jetzt. Sehr gut. Bingo. Stimmt. Achtung. Warte, ich mach mal zu hinter uns, ne? Hinter uns auch ein Hund machen. Hinter uns. Links ist noch irgendwas, links auf dem Gang kommt was. Ach, der ist schon im Arsch. Also ich würde langsam weiter vor in Richtung Strom für es. Wo ist denn Strom? Hier lang. Gut. Eigentlich kann ich jetzt wieder gehen. Platz gemacht. Ist hier Strom? Nee, ich geh nur den Ausgang. Geht's nach unten? Oh ja, Gott, da hin, das ja. Ist wieder so ein Gasding. Ich höre es zumindest zischen. Ich hab die Maske auf jeden Fall schon an. Ja, ist wieder Gas. Jo, ich bleib oben. Viel Spaß. Aber warte mal, ich brauche erstmal Heilung. Wie viel? Wo bist du? Ich bin bei 65. Ich find's ganz gut, wenn wir sagen Sani oder Pflaster oder irgendwas und dann gleich die Zahl, weißt du? Oh, guck, jetzt müsstest du bei 95 landen, oder? Genau, exakt 95. Ja, dann gehen wir unten rein. Tschüss. Nehmen wir schon mal die Kiste mit. Ich halte hier die Tür. Sag mal, Arvo, was machen wir eigentlich? Ich 30, 29, jetzt? 27. Was sagst du, Wolf? So, hast du Strom angemacht? Nein, so weit kam ich noch gar nicht. Ja, dann mal schnell! Ich wollte gerade sagen, wenn Link da unten mal auf den Dicken trifft. Ja, dann gehst du mit rein, als Sani. Ach so. Na, okay. Kommst du klar da unten? Muss mir helfen, aufheben. Scheiße. Ja, Sekunde, ich suche eine Gasmaske raus. Da. Ist das Licht jetzt an? Nee. So, wo finde ich dich denn? Oh. Ich hab einen Adrenalinspritz gehabt, ich komme dir entgegen. So.
So, ist der Strom. Warte mal, Strom ist da oben. Mal wieder hoch, oder was? Ja, aber irgendwie, das war meine Frage. Die Quest an? Will mich jetzt irgendwie woanders hin haben, aber vielleicht habe ich irgendwie falsche Quest. Robert, ich nee, vielleicht. Gar keine. Warte, ist schon richtig. Wo sind wir denn? Welche Quest? Verletzungsplan Bunker Sorgen? Genau. Ja. Ja. So, was müssen wir denn jetzt machen? Starte den Kompressor im Maschinenraum A neu. Okay. Maschinenraum A ist nebenan. Ja, unten habe ich den Zettel gerade gehoben. Boah, warte kurz, ich krieg hier einen Film mit dieser Maske. Deswegen zieh ich keinen auf. Ja, hier hinten sieht gut aus, genau. Wart hier oben auf euch. Hast du auch noch einen für mich? Was einen für dich? Ich bin bei 37. Ja, ja, yeah, warte, kriegst du zwei. Kriegst du sogar zwei auf 97? Mhm. So, hier. Ist noch vorbei. Ah, tatsächlich. Da muss das irgendwo sein, ne? Ey, komm hier zu uns. Ach, da ging's doch rein. Da ist okay. Ein langer Gang. Kann man doch auch rein. Aber Bingo. Hier ist eine Waffenkiste. Oh, ich hab was richtig Geiles gefunden. Du findest nur Geiles, das ist das, was ich hab da Automiger 5 gefunden. AP5 ja. Und MPK bist, haha. Ich hab 6x12 Zielfernrohr mit 3 Sterne gefunden. Wow, das ist genau das Richtige für dich. 6x12? Ja. Okay. Ist halt genau die Frage, das Richtige für den Bunker. Ist halt die Frage, ob die Flinte das hergibt, ne? Boah, Junge. Also für die freien Flächen draußen, super. Klar. Okay, was mit dem Feldzugsplan? Interagiere damit. Hier hinter? Echt? Noch weiter hier. Der Traum sieht aber auch lustig aus. Der ist in dem Office-Raum, glaube ich. Ich komme mal durch. Wo ist nix? Wo ist nix? Oh, gerade durch. Richtig. Und dahinter brummelt auch noch irgendwas. Ja. Ja, hier geht's noch. Seine Größe war da ganz schön laut. Das sieht gut aus hier. Ja. Han också. Lyssna, det här är kapten Lindqvist vid F-23. Vi är helt och hållet vinklippta här. Bara en enda skvadron bråken lyckades lyfta innan vi förlorade startbanan. Och vi har tappat kontakten med dem. Fienden är... Jag har aldrig sett någon liknande. Det är robotar. Hur i helvete känner vi inte till det här från USL? Vi har retirerat till vapenförrådet i bergrummet för att beväpna pansarvärn. Om vi inte kan återta stadsbanan kommer vi att sabotera den för att förhindra fienden att etablera brohuvud via luften. Elförsörjningen kommer och går och vi vet inte hur mycket tid vi har. Skicka förstärkning om möjligt. Men vi kommer inte invänta den. Lindqvist, klart slut. Gäste! Okej, das ist immerhin der 3-Sterne-MP. Oh, gut, das kann wohl mal.
Das ist ja auch gut. So. Oh, guck mal, da sind wir ja schon wieder in einer angenehmeren Gewichtsklasse. So, jetzt ist die Frage, ob wir das hier wirklich wollen. Was denn? Hier questen. Wieso? Das, also dann müsst ihr mir schon mehr erzählen, warum ihr euch hier ins Hemd macht. Ich kann mir das noch nicht erklären. Nachtanken. Blindflug. Das eine ist am Flugfeld, ist Blindflug. Das habe ich schon, das habe ich drinne. Ja, dann gehen wir mal dahin, würde ich sagen, oder? Sekunde nicht hetzen. Wo ist ein Nachtanken? Ich schau mal. Nachtanken? Hä, wieso? Ich hab doch Nachtanken. Ah, Nachtanken ist direkt neben uns. 1,39 genau, Kilometer. Die geht Richtung Stadt. Genau, dann würde ich lieber Nachtanken machen. Weil ich will nicht schon wieder darunter. Wie mache ich denn den Kram da raus? Und Richtung... Ich muss dann wahrscheinlich hier erstmal machen. Ich muss gerade eine Waffe umbauen. Ja, mach ruhig mal. Und wenn wir mal nach rechts gucken, da haben wir eine... Phoenix Base.